Moin Moin und hallo. Heute wollen wir mal an einem Audi A4 oder S4 oder RS4 die Sitze wechseln. Das heißt Rückbank und auch Fahrer- und Beifahrersitz. So, wir befinden uns im Heck des Fahrzeugs und wollen ja jetzt die Rückbank herauslösen. Fangen wir erstmal an, unsere hinteren Rückenfreunde umzuklappen. Dazu können wir uns hier bedienen und diese nach vorne drücken, oder wir gehen hier oben dran und drücken die nach oben und können jetzt nach vorne umklappen. So, nun nehmen wir erstmal den Dreck hier weg. Ne? Jetzt bewegen wir uns von hinten. Ich liege jetzt auf dem Bereich hier hinten. Bewegen wir uns mal in den Zwischenraum. Das heißt, wir haben hier die rechte Seite und hier die linke Seite in Fahrzeugrichtung. Und nun können wir hier etwas sehen. Da sehen wir, oh, da ist eine Schraube. Und zwar zwischen dem linken und dem rechten Part unserer Rückbank, Rückseite, Rückenlehne etc. Was passt denn hier? Hier passt ein Torx. Und zwar ein Torx 30 gut dran. So, alles klar. Das lösen wir mal an hier. Das heißt, aufdrehen. Der muss ab. Warum? Weil da drunter befindet sich nämlich die Halterung. Oder das ist die Halterung für unsere beiden Rückenlehnen, Rückenpolster, Rückenbereiche. So, hier seht ihr das. So sieht das aus. Und hier können wir dieses Teil jetzt nämlich nach vorne heraufklappen, seht ihr? Und dann haben wir hier die zwei Scharnierchen drin. Ist cool. Also das ist wirklich sehr smart designt, was Audi oder der VW-Konzern jetzt in der letzten Generation da gemacht hat. Früher musste man an den Seiten, musste man auch hingehen und was lösen etc. Jetzt geht das hier alles über die Mitte, das ist sehr smart. So, das heißt also jetzt dieses Teil nach vorne rausholen. Das müssen wir uns jetzt nach vorne rauspopeln. Oder guck mal, ich krieg's noch hinten raus. Ne? So, dieses dicke Ding hier, das muss raus. Ansonsten geht gar nichts. So, nun haben wir hier nämlich jetzt die Möglichkeit loszulegen. Ne? Jetzt können wir nämlich loslegen und uns die Rückbank herauslösen. Das heißt, wir gehen jetzt hin und nehmen die Rückbank und bewegen diese nach oben und dann nach innen. Nach oben und nach innen. Und dann können wir sie, sag ich jetzt mal, hinten in den Kofferraum legen. Okay? Auf geht's. Dann wollen wir mal. Wir fangen jetzt hier mit der linken Seite an, in Fahrtrichtung. Ihr seht, ich kann es noch bewegen, hoch und runter. Ne? Also es geht alles. Ne? Vielleicht sollten wir hier noch hingehen und die Kopfstütze ein bisschen einfahren. Und jetzt können wir diesen Part nach oben heraus bewegen und in die Mitte bewegen, um ihn dann zu lösen. Seht ihr hier? Ne? Der ist jetzt locker. Da. Und nun können wir ihn nach innen lösen, um ihn dann herauszunehmen. Wirklich cool haben die das gemacht. Das heißt, hoch mit dem Ding. Halt für die Rückbank. So, jetzt. Okay. So. Hier haben wir es. Und jetzt ist das befreit. Und jetzt haben wir hier noch das Kabelchen. Das Kabelchen, das heißt, ich drehe das jetzt erstmal so, dass es nach hinten sich bewegen kann. So. So, Kabel läuft hier lang. Und so können wir das jetzt natürlich nicht lassen. Das heißt, wir müssen das Kabel entfernen. Und das Kabel selber läuft hier unter die Sitzbank selber, okay? Und für die Sitzbank selber sollten wir hier diese Teile entfernen. Denn die sind verbunden mit der Sitzbank. Die ziehen wir einfach nach. Also da bewegen wir uns so in einem Hubbel. Ne? So ein bisschen hubbelig bewegen. Also erstmal nach unten drücken und nach vorne herausziehen. So, und schon haben wir hier die Möglichkeit, dieses Teil gleich vorzuklappen. Ergo gehen wir hin, legen die nochmal um. Machen das hier drüben auch. Und dann holen wir die jetzt auch raus. So. Raus mit dem Zeugs. So, nach unten drücken und ziehen. So, dann kriegen wir das raus. Sehr schön.
So, dann haben wir hier die Möglichkeit, diese Komponente nach vorne zu heben. So, damit wir unten auch an die an das System kommen. So, guck mal, jetzt sind wir da schon locker. So, zack. Jetzt haben wir hier auch wieder mehr Platz, wie ihr seht. Kann ich die Rückbank auch besser hier ein bisschen formen. So, jetzt sind wir hier und haben das schon mal locker, ne? So, und jetzt bewegen wir das mal nach oben. Aber wir müssen auch nach vorne. Und ziehen jetzt hier vorne an, nach oben. Darunter ist so ein Verriegelungssystem. Das klackt dann irgendwann aus und dann habt ihr es in der Hand. Also es ist ein bisschen, da müsst ihr ein bisschen Druck aufbauen. So, andere Seite. Hier vorne genau das gleiche. So, zack. So, und jetzt haben wir schon mal die Sitzbank raus. Weg damit. Und jetzt können wir auch hier das System aus diesem Bereich herauslösen. Gehen nach oben weg und drücken es zur Seite. So, jetzt sind wir raus. Jetzt können wir den ganzen Bereich herausdrücken. Bewegung mit drin. So. Schwupp. So. Und damit haben wir jetzt die Rückbank doch ganz gut rausbekommen. So, jetzt habe ich mir das mal angeguckt. Das hier ist der Seilzug von hinten. Pass auf. Oder der von hinten dafür da ist, um es zu steuern. Wir drücken hier auf den Halter. Zack. Jetzt haben wir hier dieses Aufwickelfreundchen. Und den Bowdenzug. Der Bowdenzug selber ist hier eingehangen. Das heißt, den können wir hier rauslösen. Zack. Und dann können wir den Bowdenzug hier herausbringen. Zack. So, und da ist er. Und nun ist unser Teil frei und kann rausgenommen werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die andere Seite. So, und hier, wenn ihr es später wieder einbaut, kommt ihr hier ran und hängt es da wieder ein. Und dann kann das wieder seinen Job erledigen. Cool. So. So einfach ist das. Um vorne die Sitze zu entfernen, müssen wir erstmal in den Kofferraum gehen. Denn hier hinten befindet sich unsere Starterbatterie. Und die Starterbatterie müssen wir nämlich abklemmen. Warum? Weil unsere Frontsitze ja auch Airbags drin haben. Und die Airbags sollten ja nicht unbedingt losgehen, wenn wir da noch dran arbeiten. Das heißt also, wir werden nun den Minuspol unserer Starterbatterie abziehen. Das heißt also hier lösen und runter mit dem Ding. Denn dann haben wir keine anliegende Spannung mehr irgendwo und es kommt hoffentlich nicht mehr dazu, dass der Airbag auslöst, wenn wir dort eventuell irgendwo an den Steckern rumbabbeln und dann kommt es zu keiner Explosion. Deshalb Batterie abklemmen und am besten noch eine halbe Stunde warten, bis wirklich der Rest auch noch sich verflüchtigt hat. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass da irgendetwas passieren könnte, gehen wir nun mal sicher. Wir werden jetzt hier den Minuspol, die Klemme lösen. Dabei natürlich vorne nicht die Zündung anhaben. Das heißt also, Auto sollte nicht laufen, Auto sollte nicht betriebsbereit sein, sondern die Zündung sollte dabei natürlich ausgeschaltet sein. So, und jetzt ziehen wir jetzt hier den Minuspol ab, ne, den Minuspol, die Minusverbindung und legen den, die Anschlussklemme erstmal zur Seite, dass sie nicht wieder hier drauf sich bewegen kann. So, die haben wir jetzt hier drüben hingelegt, da passiert nichts. Das heißt, unser Fahrzeug ist nun ohne Saft. Und nun können wir zur Demontage übergehen. Das heißt, also wir können schon mal die mechanischen Teile ja entfernen. In der Zeit hat sich das Autochen dann auch komplett entladen. Als nächstes befinden wir uns hinter dem Vordersitz. Und ich habe jetzt eigentlich nur den Vordersitz halt nach vorne geschoben, damit wir es besser sehen und drankommen. Wir benötigen jetzt ein Werkzeug, ein Spezialnüsschen. Das Spezialnüsschen heißt 052030L.
und es ist ein CRV-M10. Das ist ein Vielzahnnuss, die Audi für alle ihre Fahrzeuge VAG zur Befestigung ihrer Verbindungen benutzt. Das heißt also, das müsst ihr euch extra holen, weil das ist in keinem oder in kaum einem Satz drinne vom Werkzeugkasten. So, das heißt, hier ist eine, hier hinten, die müssen wir jetzt lösen. So, und die hier drüben müssen wir lösen. Hier sind zwei Stück, zwei hinten und danach sind noch zwei vorne. Und wenn wir die angelöst haben, ihr seht, können wir die auch direkt losschrauben. Und das sind nämlich die Karosseriebefestigungsbolzen, wo unsere Stühlchen zusammen befestigt sind. Ne? Das haben wir rechts und links hinten und rechts und links vorne, damit wir nicht wegfliegen, wenn wir zum Beispiel bremsen oder wenn wir beschleunigen etc. Die vier Bolzen halten uns in Position und helfen uns dort dann auch weiter das Fahrzeug führen zu können. So, jetzt heißt es nach vorne und die zwei anderen noch lösen. Und jetzt befinden wir uns vorne. Hier oben ist wieder der Stuhl. Ne? Hier ist der Stuhl. Hier ist das Auslösemechanismus-Teil, um uns nach vorne und nach hinten zu fahren. Und hier an der Seite haben wir wieder unsere Schräubchen, die wir entfernen müssen. So, das sind wieder zwei Stück an der Zahl. Wir haben eins auf der linken vorderen Seite, erstes Loch, und wir haben eins auf der rechten Seite. Alles in Fahrtrichtung, auch erstes Loch. Ja, das braucht ihr dann, müsst ihr wissen, später zur Wiederinstallation oder zur Neuinstallation, wenn ihr einen anderen Sitz anbringt, muss der natürlich in die gleiche Position. So, hier jetzt rein, auch diese Seite anlösen und schon haben wir hier unseren Stuhl, der ist jetzt locker. So, passt auch auf, wenn ihr jetzt die letzte abschraubt, der könnte sich nämlich dann nach hinten aufmachen und dann wegfallen und das sollte nicht geschehen, weil wir haben ja noch eine elektronische Verbindung des Systems, also passt da ein bisschen auf. Außerdem haben wir ja auch noch den 3-Punkt-Sicherheitsgurt verbunden. So, und jetzt seht ihr, sind wir frei. Ne? So, wir können ihn jetzt ein bisschen nach hinten wegklappen und haben nun Sicht auf die Komponenten im Inneren oder im unteren Bereich und sehen jetzt natürlich auch die Areas, die man sonst nicht so zu sehen bekommt, wie ihr seht. Ne? Wir haben hier die Unterseite unseres Freundes, der hat hier ungefähr viel Vergabelung, wie ihr seht, und der geht jetzt hier vorne rein und hier ist unser ganzes Zeugs, was jetzt hier Airbag und Sitzheizung und was haben wir noch? Airbag, Sitzheizung und ich bin da, sprich Drucksensoren, die hier unten sich befinden, die wir jetzt abklemmen. So, und nun haben wir hier das ganze Steckerlinchen gedöns. Jetzt gehen wir erstmal hin und werden hier, das ist das Kabelchen oder der Kabelstrang, der jetzt kommt und zu unserem kleinen Kasten sich aufmacht. So, den können wir hier schon mal lösen. Auch auf der anderen Seite müssen wir den noch lösen. So, Fummel, Fummel. Jetzt seht ihr, guck mal jetzt kommt es gerade raus. Wlupp. Ne, jetzt kann es nach oben wegkommen. So, hier. Der ist jetzt frei. So, der ist jetzt gelöst von seinem System. Und jetzt haben wir hier noch die einzelnen Freunde am Start. Erster Stecker, der grüne, der kommt auch später wieder ins Grüne rein. Dann haben wir die schwarze Stecker, einfach lösen, ne, dass wir, ist einmal Sitzheizung, einmal ich bin da System. Und jetzt kommen wir hier unten, das hier ist, das gelbe ist der Airbag. So, den müssen wir erstmal entloggen. Das heißt, wir müssen dieses Teil erstmal entloggen. Das heißt, wie war das? Nach oben oder weg? Zur Seite weg. Der muss erstmal entsperrt werden und kann dann
herausgezogen. Wir haben hier ein schwarzes Teil. Dieses schwarze Teil müssen wir erst nach oben bewegen. Zack. Und danach können wir ans gelbe Steckerlinchen fassen und dieses nach oben herausziehen. Das ist sehr schwergängig, okay? Meistens, sage ich jetzt mal. Das macht dann, also ihr müsst erst wirklich, ganz wichtig, zuerst am schwarzen nach oben ziehen. Und jetzt ziehen wir nicht am schwarzen weiter nach oben, sondern greifen um ans gelbe und ziehen dieses System dann raus. So, jetzt haben wir den Airbag getrennt. Und hier seht ihr nämlich das, wovon ich sprach. Wir können das nämlich hier nach unten bewegen und dann ist das verriegelt. Und wir sollten es vorher halt entriegeln und nach oben ziehen. So, alles cool. Und hier ist auch alles noch da, was wir brauchen. So, und das heißt, wir haben jetzt unseren Sitz getrennt vom Rest des Systems. So, jetzt sind wir hier an der Seite und hier ist der Gurt. Alles klar? Denn der Gurt ist noch mit dem Stuhl verbunden. Wir klappen jetzt dieses Teil zu uns herhin. Und etwas nach unten, also nach unten und uns hin. Zack, zack, ja. Gut, damit haben wir das jetzt befreit. Also die Abdeckung selber ist jetzt frei. Und jetzt haben wir hier Blick aufs System selber, was wir da haben. So, ich baller das mal nach oben weg. Jetzt haben wir hier einen Bolzenkopf etc. Und hier ist die Sperre, die wir entlösen müssen. Das heißt, wir gehen jetzt hin und ziehen diesen oberen Teil zu uns herhin und gleichzeitig drücken wir diesen kompletten Schaft nach unten. Okay, so, das heißt zu uns her rüber und zack, habt ihr gesehen? Dieses Teil hier lockt das nämlich und jetzt können wir das hier herausnehmen und da seht ihr es, hier kommt es rein, hier wird zweimal gelockt und das müssen wir halt nach oben biegen, um das zu entfernen. So, und damit haben wir auch unseren Stuhl jetzt wirklich komplett entfernt und können ihn entfernen, also sprich raus aus dem Auto ziehen. Rausballern. Natürlich aufpassen, dass wir jetzt irgendwo drankommen, weil unser Audichen soll ja jetzt nicht ganz ramponiert werden. Wir heben ihn hoch, werden ihn dann etwas zur Seite neigen und dann so herausdrehen. Okay, auf geht's. Hier sind wir. Jetzt geht's los. Raus mit dem Stuhl. Sinnvoll ist natürlich auch, dass wir das Systemchen erstmal gerade gestellt haben und vor allen Dingen, dass die Rails in der Mitte sind. Denn ansonsten, wenn die vorne oder hinten stehen würde, dann guckt die Rail vorne oder hinten halt ein bisschen raus. Und achtet auf eure Kabelsalate darunter. Das ist auch echt blöd. So, das heißt, wir gehen hin, greifen hier und es ist auch immer sinnvoll, die Kopflehne runter zu machen. Jetzt schauen wir noch mal, wo sind die Kabel, dass wir die nicht beschädigen. Okay, und dann können wir das Teil jetzt herauslösen. Okay, hoch damit und zack. So, jetzt kippen, zur Seite kippen und jetzt raus aus dem Auto. Und raus sind wir. Ja, geschafft. Und zurück bleibt eine Area, wo nichts mehr da ist, wie ihr seht. Ist irgendwie strange, oder? Jetzt können wir Stockcar damit fahren. So bekommt man also seinen Stuhl raus, ohne dass die Airbags explodieren und ohne dass ihr irgendetwas großartig beschädigt, weil ich würde behaupten, ich habe gar nichts beschädigt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.